Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Huftiergarten. Moin! Heute wollen wir ein abschließendes Fazit zu unserem Brüter mit Wende- bzw. Kippautomatik ziehen. Ja. Der eine oder andere von euch hat schon danach gefragt, ob es ein Fazit gibt. Wir haben es immer ein bisschen vor uns hergeschoben, weil wer sind wir schon, dass wir das machen können. Aber wir haben das Ding jetzt inzwischen zweimal im Einsatz gehabt. Also wir haben zweimal da drin gebrütet und haben ja auch über den ersten Durchlauf diese kleine Serie gemacht. Bestücken, Schieren, Wenderautomatik entfernen und den Schlupftag. Genau, und jetzt wollen wir nochmal abschließend ein Fazit ziehen von diesem Gerät, nachdem wir dann auch ein zweites Mal darin damit gebrütet haben. Wie wir euch ja schon mitgeteilt haben, war der erste Brutversuch in diesem Gerät nicht so richtig erfolgreich. Wir hatten 10 Eier, 12 Eier drin. 12 Eier. Davon waren 10. 10 befruchtet und leider nur 3 Küken geschlüpft und auch gefühlt sehr spät. Erst am Tag 23, 24, 25. Genau, tatsächlich. Ziemlich versetzt. Immer mit 24 Stunden Abstand tatsächlich. Und der zweite Brutversuch, den wir gemacht haben, mit 12 Eiern, ist komplett in die Binsen gegangen. Da ist nicht ein Ei was geworden. Ich glaube, es waren auch 10 befruchtete, 8 befruchtete. Aber nicht ein Ei ist geschlüpft. Alles war, ist nicht trocken rausgekommen. Wir haben von anderen Leuten, die den Brüter auch benutzt haben oder ein ähnliches Gerät auch benutzt hatten, ich weiß nicht, ob es also genau der gleiche ist, aber auch so ein von der Bauart ist es aber der gleiche. Genau. Der Hersteller derselben ist. Da wird es ja vermutlich so sein, dass Patente und so irgendwie ausgetauscht sind. So. Aber es ist baulich das gleiche. Das Display sieht ein bisschen anders aus, aber ansonsten der Motor sitzt auch hier vorne. Das können wir, glaube ich, nochmal zeigen. Ich kann das da mal aufmachen. Dass der Motor hier drüber sitzt. Genau, so, also das und diese Wende-Kipp-Automatik ist halt identisch. Genau. Um wieder zurückzukommen zu meinem Satz. Ja. Wir haben mit anderen, die den auch benutzt haben, gesprochen und die haben auch die Erfahrung gemacht, dass das Gerät leider nicht sehr gut ist. Und dass wohl nur im Zentrum wirklich die Wärme vorhanden ist, um die Eier auszubrüten. Das heißt, selbst wenn man hier den einen Platz abgezogen, mal 41 Eier drin hätte, würde sowieso nur irgendwie das Konglomerat hier aus der Mitte maximal wirklich gut gebrütet werden. Und dafür ist das Gerät natürlich einfach zu groß. Warum soll ich 42 oder 41 Eier bestücken können, wenn ich am Ende doch nur irgendwie die 6 in der Mitte ausbrüten kann? Genau. So, und das ist einfach unsere Vermutung. Genau, unsere Vermutung geht dahin, dass es einfach mit der Wärmeentwicklung und dem Wärmehalten in dem kompletten Inkubator zu tun hat. Wir können die Wendeautomatik einmal rausnehmen und euch das nochmal zeigen, wohin unsere Vermutung geht. Zieh mal einmal die Stecker. Also Wendeautomatik entfernen geht ganz leicht. Ja. So. Und dann kannst du es mal ein bisschen ankippen. Genau, und dann habt ihr halt hier in der Mitte, also hier ist dieses Aufnahmeblech, hier sind zwar am Rand überall Löcher drin, aber hier in diesem kleinen Karree, da ist direkt der Ventilator und der Wärmepüster, sag ich mal, der dafür sorgt, dass Wärme in das Gehäuse kommt. Und der Sensor liegt quasi hier einmal direkt daneben. Und unsere Vermutung geht einfach dahin, dass die Wärme, die hier rauskommt, gerade so eben ausreicht, um halt die 6 oder lass es auch 9 Eier sein, die direkt hier drüber liegen, nicht nur
zum Umsetzen des Befruchtens anregen, so, also was dafür sorgt, dass der Brutvorgang startet im Ei, sondern dass nur hier tatsächlich direkt über dem Lüfter die befindlichen Eier dann auch tatsächlich die gesamte Zeit so viel ausreichend Wärme bekommen und auch gleichmäßig Wärme bekommen, dass es halt tatsächlich reicht, um die Hühner gesund heranwachsen zu lassen in den Eiern und sie dann auch tatsächlich bis zum Schlupf durchzubringen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir können euch das Video einmal einblenden. Oben von unserem Schlupftag, da haben wir ja auch nochmal gezeigt, wie wir die Küken quasi in einer Ecke haben liegen lassen. Und das war nicht direkt über dem Lüfter, sondern die lagen an der Seite. Und wir vermuten, dass das halt die letzten 3 Tage sind es ja von Tag 18 bis 21, nachdem die Wendeautomatik entfernt ist, dass das halt einfach dafür gesorgt hat, dass die auf dem zu geschlossenen Kunststoff gelegen haben, wo die Wärme nicht direkt hochkommt und wo sie halt quasi erst einmal durch die Ventilatorlüftung nach oben und dann runter verteilen. Und wie wir alle wissen, wie das funktioniert mit Wärme, sie steigt hoch und dann bleibt sie da oben. Ne? Also ist echt schwierig, dass sie wieder runter geht. Ja, genau. Also unser Gefühl ist, dass es daran liegt, dass unsere Vermutung, unsere rein laienhafte, amateurhafte Vermutung. Ja. Wir haben halt einfach nur 2 Brutvorgänge, die wirklich schlecht bis katastrophal verlaufen sind und können daher dieses Gerät leider nicht empfehlen. Richtig. Da ist der kleine Brüter, mit dem wir die erste Brut gemacht haben, wesentlich besser. Ja. Den haben wir jetzt auch nochmal gebrütet. Genau, da laufen ja aktuell noch Eier drin, Amiraukaner. Da zeigen wir euch bestimmt auch nochmal das Ergebnis. Aber da sind zum Beispiel auch unsere Blumenhühner, 10 Eier, 10 befruchtet, alle 10 geschlüpft seinerzeit. Die Videos findet ihr auf alle Fälle in der Verlinkung dazu. Wir können euch auch die Playlist nochmal am Ende des Videos mit verlinken. Der ist cool, da passen tatsächlich auch einfach nur 10 Eier rein. Das Gerät selbst ist, glaube ich, für 14 bis 16 Eier, aber ich habe keine Ahnung, was für Hühner solche Eier legen. Wachteln. Dann darf man es nicht Hühnereier nennen, ja. Also mit 10 regulären, ich würde mal sagen L, M bis L Eiern, ist der Brüter mega voll besetzt so. Aber das ist halt ein ganz kleines, ovales, eiförmiges Gehäuse, sage ich mal. Und da ist die Wärme echt cool drin. Also der ist durchgehend gleichmäßig warm. So, da kommt der Lüfter auch von oben, muss man mal dazu sagen. Ja, genau. Wir haben noch ein paar Aufnahmen von unseren Blumenhühnern ist Quatsch, von unseren Vorwerkerhühnern, also von der ersten Brut, von der Danny erzählt hat. Die können wir euch nochmal zeigen, wie sie bei uns durch den Garten närschen. Das sind noch ein paar schicke Aufnahmen. Es sind leider halt tatsächlich nur 3 von den 10, die befruchtet sind, die es dann geschafft haben. Aber den 3 geht es so weit gut. Denen geht es tippitoppi. Wobei wir auch sagen müssen, dafür, dass sie inzwischen 5 Monate alt sind, sind ziemlich klein noch. Sind die noch ziemlich klein. Also der Hahn gibt gerade richtig Gas, wachstumstechnisch. Der wird gerade richtig groß. Aber die beiden Hennen, die da rausgekommen sind, die sind echt klein. Und wir vermuten, dass es halt einfach damit zusammenhängt, dass die nicht die entsprechende Entwicklung in der Wärme und Luftfeuchtigkeit hatten, wie sie es eigentlich hätten haben müssen. Ja. Ja. Komm, den gelben Sack. Das hat er sehr hart ausgedrückt. Aber wir werden das Gerät entsorgen, wir werden es nicht nochmal benutzen. Nein, wir werden es nicht nochmal benutzen. Und es ist jetzt inzwischen auch leider, also da spielen so 2 Sachen zurück. Danny hatte auch ganz kurz überlegt, lasst uns reklamieren. Das Ding ist, ich glaube, also selbst unser laienhaft technischer Verstand sagt, dass das ein Konstruktionsfehler ist, also dass das nicht mit einem anderen Gerät besser läuft, sondern dass es halt einfach daran liegt, dass die warme Luft hier direkt gesteuert nur sehr klein zentral rauskommt. Das Kunststoffblech, nenne ich es mal, was da drin liegt, ist auch ziemlich dick, sodass es halt rundherum auch echt gut isolieren würde, gerade wenn die Wärme hier direkt ausstrahlen kann. Von daher glauben wir, dass das halt auch einfach echt nichts bringt, wenn wir es austauschen würden. Das Gerät war super günstig. Ich glaube, wir haben es für 44,90 oder so gekauft. Es ist natürlich trotzdem eine Menge Geld. Aber im Vergleich zu anderen Brutautomaten ist es echt mega günstig.
bringt nur leider gar nichts, wenn es nicht funktioniert. Schade um die Eier. Genau, und um die kleinen Leben, die man tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt ranzüchtet und die dann halt vermutlich, ich mag es gar nicht sagen, qualvoll verenden, weil sie nicht kriegen, was sie brauchen. Ja. Wir haben uns jetzt entschieden, mit einem befreundeten Hühnerzüchter einen richtig großen Brutschrank zu besorgen, den wir uns teilen. Wir haben da jetzt finanziell teilen. Aktuell schon Eier drin. Das ist ein richtig großer Schrank mit selbst regulierende Belüftung und Feuchtigkeit und alles Mögliche. Mega Teil. Genau, den werden wir dann tatsächlich jetzt entsorgen. Wir werden noch zusammenbauen wieder einmal. Jawohl. Nicht, dass wir hier noch irgendwelche Teile vergessen, die dann... Den können wir einfach so, den brauchen wir nicht. Ja, brauchen wir nicht. Genau, Decke drauf. Klappe zu, Küken tot. Hey. Ja, ist leider so. Ja, in unserem Breitengrad hier oben in Norddeutschland ist es so, dass im gelben Sack auch Kleinelektronik mit entsorgt werden können. Also Kleinelektronik, wenn überwiegend Kunststoff ist. Und das hier ist ganz viel Kunststoff und ganz wenig Elektronik. Von daher wandert der gleich bei uns in die gelbe Tonne. Jawohl. Genau, in diesem Sinne, achtet auf die Grippe, die ihr kauft. Schaut euch gerne irgendwelche Testergebnisse an, bevor ihr bei dem Brüter sagt, ja, der ist toll, der hat eine tolle Farbe. Das alleine macht es halt nicht. Genau, das haben wir vorher nicht. Also wir haben vorher in die Rezession geguckt. Ja. Das Gerät hatte allerdings nicht wirklich viele. Und die wenigen, die es gab, waren gut und sagten halt nur aus, tut, was er tun soll. So. Ja, aber genau, wir würden jetzt nochmal für unseren Kauf eine Rezession nachziehen. Ja. Genau. Aber wir freuen uns, euch demnächst unseren richtigen Brutschrank vorstellen zu können. Genau. Das machen wir relativ kurzfristig, weil da wird ja dann demnächst auch irgendwann was schlüpfen. Ja. Kommentiert, was ihr Erfahrung mit dem Gerät oder anderen Geräten gemacht habt. Genau, wenn ihr das gleiche Gerät habt und es funktioniert bei euch super, dann sind wir natürlich sehr, sehr daran interessiert. Vielleicht sind wir auch einfach nur zu doof. Das wollen wir nicht ausschließen. Ja. Aber wenn es zweimal so schief geht. Genau, es ist zweimal wirklich schief gegangen und nur mit diesem Gerät und mit dem anderen Gerät eben nicht. So, und wie gesagt, wir haben halt auch der befreundete Züchter, der auch so ein Gerät mitgetestet hat, hat halt ähnliche Erfahrungen gemacht. Von daher glauben wir eigentlich nicht, dass es an uns liegt. Aber wir wollen es nicht abschließen. Nein. Gut. Wir möchten es aber nicht nochmal riskieren. Nein, deswegen, genau. Deshalb entsorgen wir ihn jetzt lieber einfach. Entsorgen wir ihn. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Denkt an das Ding mit der Glocke, wie du immer so schön sagst. Und das Abo nicht vergessen. Du schnappst jetzt das Gerät und kannst es einfach schon mal rausbringen. Zieh mir noch eine Jacke an. Genau, zieh dir noch eine Jacke an, ist noch ein bisschen kalt draußen. Und ich verabschiede mich dann hier schon mal von unseren Zuschauerinnen. Bis gleich draußen. Bis gleich draußen. Ciao, ciao. Ich könnte den Hund reinlassen, sie bellt. Ja, aufgeregt. Lass doch mal. Mach ich mal. Nimm das Gerät gleich mit, nicht, dass es hier stehen bleibt.